Ja, Leute, willkommen nochmal zu einer neuen Folge Minecraft Pre-Space, ne, mal wieder. Es tut mir leid, aber, ja, ich schaff's zurzeit einfach nicht anders, beziehungsweise der Server ist immer noch nicht in Aussicht oder so und ich möchte jetzt einfach nicht, hier das noch so knapp werden lassen. Das Problem ist immer, dass ich wirklich eben mir sage, ja, ich möchte Videos schon im Voraus fertig haben und nicht erst einen Tag oder so vorher, das machen müssen. Weil das ist mir ein bisschen zu knapp irgendwie und daran bin ich in letzter Zeit auch nicht mehr so gewöhnt und ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich da keine Lust mehr drauf und deswegen habe ich eben, ja, mich jetzt nochmal dazu entschieden, jetzt doch nochmal hier Minecraft Pre-Space zu bringen. Ich hoffe, dass es bald losgeht mit dem anderen Projekt, ne? Aber ich werde jetzt erstmal ein kleines Fazit auch ziehen zu Minecraft Attack und das ja nochmal als Themenfolge nutzen. Denn, ja, das ist, denke ich mal, ganz gut nochmal, weil die letzte Folge Minecraft Attack, die kam ja jetzt, ne? Und die war ja eine Together-Folge so ein bisschen. Und, ja, eigentlich hätte ich da noch viel mehr so über das Projekt und so geredet und wie ich die Staffel insgesamt fand. Aber dadurch, dass ich eben auch noch so viel zu zeigen hatte und so, war das ein bisschen schlecht möglich. Und ja, deswegen mache ich das eben jetzt nochmal ein bisschen, ja. Ich hoffe mal, das ist ganz gut. Und ja, ich mache jetzt auch erstmal Folgendes, und zwar slash kill, nicht gkill, sondern nur kill. Und ja, da muss ich natürlich erstmal allow cheats anmachen. Und dann, ne? Und dann gehen wir nämlich mal an den Spawn zurück und ich werde mich wieder weiter im Survival hier bewegen, weil ich finde das zurzeit irgendwie, es macht mir mehr Spaß und ja, irgendwie das andere ist jetzt nicht mehr so das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Also ich habe da nicht mehr so viel Spaß drauf, hier nur noch rumzufliegen und eben zu erkunden. Das haben wir jetzt wirklich genug gemacht, ne? Und ja, deswegen keinen Bock mehr, ne? Keine Ahnung. So, ich gehe mal in die Richtung, ich glaube, da müsste unsere Base sein und ja, wenn ich dann da bin, werde ich auf jeden Fall anfangen mit dem Thema. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, ob das stimmt. Ja, müsste stimmen, da vorne mit unseren komischen Totems und so. Da gehen wir mal hier runter und ich will nochmal ein bisschen weiter strip-minen und so weiter, keine Ahnung. Um auch mal ein bisschen Survival-Feeling hier reinzubringen, ja. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Da gehe ich jetzt nochmal in den Game-Mode 0. Selbstverständlich und ja, nehme so ein paar Sachen mit. Also das hier auf jeden Fall. Dann bräuchte ich eigentlich auch mal eine Rüstung, ne? Da kann ich mir schon mal eine Hose machen. Das ist auf jeden Fall heftig. So, haben wir hier noch was drin? Ja, nicht viel. Ich lasse mal das meiste hier. Ich will jetzt ja nicht irgendwie wieder so viel verlieren oder so. Ich kann ja noch mal ein bisschen Holz holen oben, ja. Und das Essen kann ich natürlich auch mal braten. Das wäre eine Möglichkeit. Genauso wie, ja, das hier eigentlich auch. Ich kann eigentlich alles mal braten, ne? Moment. Was verbrenne ich da? Kann man das hier eigentlich verbrennen? Ne, es geht nicht. Wäre irgendwie cool. Ja, gut, dann mache ich eben hier das so. Und, gebe da mal einen Holzblock aus. Obwohl, nee, ich hätte doch eigentlich, ich wollte jetzt eigentlich eine Kohle dafür ausgeben. Weil ich jetzt sowieso hier noch Matten und so habe. Zum Durchschmelzen. Und da hätte sich das schon gelohnt, ne? Naja, keine Ahnung, warum ich es nicht gemacht habe. Auf jeden Fall Minecraft Attack 4. Ich fand es ein cooles Projekt, muss ich sagen. Also, es war jetzt nicht schlecht, ne? Und das hat mich auf jeden Fall auch an die zweite Staffel sehr erinnert. Das habe ich ja schon sehr oft gesagt, auch während der Staffel schon die ganze Zeit am Anfang und so weiter. Und ich muss sagen, ja, es war eigentlich ganz angenehm zum Spielen. Das Problem war einfach nur, dass ich wirklich irgendwie, ja, doch zu wenig Zeit hatte irgendwie immer in dem Projekt, ne? Es war irgendwie von Anfang bis zum Ende so, dass es mit der ganzen Organisation ein bisschen schwierig war, ist mir aufgefallen. Also, keine Ahnung, zum Beispiel einfach, was mache ich jetzt und wie lange brauche ich dafür und keine Ahnung. Irgendwie habe ich mich da ein bisschen verzettelt und mir viel zu viel vorgenommen. Und, ja, ich habe dann so viel Offscreen halt gemacht und gestreamt und so und habe es dann immer noch nicht geschafft gehabt und ja, das war dann doch ein bisschen schade. Also ich hätte mir eigentlich jetzt im Nachhinein so gewünscht, dass ich mir doch etwas weniger vorgenommen hätte und ja, vielleicht ein paar kleinere Sachen noch gebaut hätte stattdessen und nicht so riesen Sachen wie dieses Tunnelsystem da im Keller, ne? Das war eigentlich von Anfang an schon so eine Sache, die so ziemlich unrealistisch klang und wo ich mir gedacht habe, das wird doch nie was, ja? Weil es einfach so ein, ja, doch riesiges Projekt war. Und ich wollte da ja noch viel, viel mehr machen, als ihr schlussendlich gesehen habt. Ich wollte da noch richtig verzweigte
ja, Räume machen und Gänge und keine Ahnung. Und viele verschiedene abwechslungsreiche Sachen da reinbauen und so weiter. Und das war schon ein Heidenaufwand, kann man sagen, ja. Und ja, keine Ahnung, ich muss mal gucken. Also im nächsten Minecraft Attack nehme ich mir auf jeden Fall nicht mehr so viel vor. Weil, ja, wie gesagt, das ist einfach zu viel dann. Und ja, das Ding ist zwar, ich wollte immer guten Fortschritt erreichen in den Streams und viel Offscreen machen und nicht alles in den Folgen zeigen, ne? Und dass man eben dann auch viel zu zeigen hat und so. Das ist ja alles schön und gut, aber man sollte es eben nicht übertreiben. Und ich glaube, ich habe es dann doch ein bisschen übertrieben in der Staffel. Keine Ahnung, gerade mit der mit dem Strand dann noch am Ende und so weiter, diese ganzen, ja, doch größeren Sachen, ne, die ich dann unbedingt noch durchdrücken wollte, wo ich dann stundenlang noch gestreamt habe, nur damit ich das noch schaffe, weil ja das Enddatum schon feststand. Und, ja, ich weiß nicht, das war einfach zu viel des Guten, finde ich. Und, ja, irgendwie war ich da ein bisschen gestresst, vor allem am Ende eben. Aber eben auch schon vorher im Projekt so, keine Ahnung, noch circa 3 Monaten, als es da lief, also in der Hälfte ungefähr, da war ich auch schon so ein bisschen gestresst, weil ich mir da auch schon so gedacht habe, yo, ich habe noch so viel vor, ich habe noch gar nicht so viele Folgen gebracht und bald ist es vielleicht schon wieder vorbei, ne? Es läuft jetzt schon 3 Monate und da hatte ich eben noch nicht viel geschafft und da wollte ich noch unbedingt viel machen und keine Ahnung, es war dann irgendwie ein bisschen immer stressig, die Staffel, und das ist einfach so eine Sache, die mich gestört hat und die ich eigentlich in solchen Minecraft-Projekten nicht unbedingt haben will. Also das, was so, ja, dann ausartet und man sich nur noch gehetzt fühlt, so ungefähr, ja. Und ja, ich würde dann im nächsten Minecraft Attack auf jeden Fall auch wieder mehr in den Folgen machen, weil ich es eigentlich immer ganz angenehm finde, auch wenn so ein Projekt dann so ein bisschen, ja, vielleicht auch öfter mal kommt in der Woche, nicht nur 2 oder 3 Mal. Und dann auf jeden Fall auch mit ein bisschen weniger Offscreen-Sachen bestückt ist, sondern vielleicht mehr einfach nur, ja, vorankommen oder so und einfach auch in den Folgen halt produktiv sein, ne? Natürlich werde ich dann auch noch offscreen arbeiten, also so ist es nicht. Das möchte ich dann schon noch machen, aber gerade auch, weil ich ja dann viel vorproduziere etc., wäre es dann wahrscheinlich eher schlecht, wenn ich nur so viel offscreen mache wie beim letzten Mal, weil dann schaffe ich das alles nicht, ne? Und ja, ich denke mal, es ist dann ganz gut, eben ein bisschen zurückzufahren bei der nächsten Staffel und da so ein bisschen einen Ausgleich zu finden, ja. Und naja, mal sehen, wie es dann wird. Ich habe jetzt noch keine konkreten Ziele für die nächste Staffel. Jetzt startet ja erstmal ein neues Projekt morgen, ne? Das ist auch so ein ähnliches Minecraft Attack, das hatte ich ja schon mal angekündigt. Allerdings nicht von Kyojin, sondern von jemand anderem. Und deswegen hat es auch einen anderen Namen. Und von dem Projekt, was ich jetzt eben hier die ganze Zeit erwähnt habe, das Minecraft Attack, das ist dann eben das von Kyojin und das kommt erst in, ja, ferner Zukunft, keine Ahnung wann, werden wir sehen, irgendwann wird es dann vielleicht mal starten, aber da weiß jetzt noch niemand was, weil zurzeit haben die Leute da keine Lust auf Vanilla, was natürlich auch schade ist, aber naja, kann ich nichts machen, ne, man kann es ja nicht zwingen und es gab ja auch schon die ganze Zeit Stress wegen dem Server immer und so und dass der überhaupt noch an ist bei Minecraft Tech 4, ne, und ja, da möchte ich jetzt die Gemüter nicht noch weiter strapazieren, ja, und irgendwie schon fragen, wann die nächste Staffel startet, sondern ich lasse denen da Zeit und, ja, die können halt das machen, wenn sie Lust haben, ja, mal sehen, wann es soweit ist und, naja, lassen wir uns mal überraschen, ne, so, aber jetzt eben erstmal habe ich dann ein Ersatzprojekt sozusagen und das wird auch ganz cool, denke ich mal, ich weiß nicht, ob es allen gefallen wird, es werden halt viele Together-Folgen dabei sein, ne, und, naja, keine Ahnung. Manche mögen ja die Together-Folgen immer nicht so. Aber wir werden sehen auf jeden Fall. Ich versuche auch halt einzelne Folgen zu bringen, also das so ein bisschen zu mischen immer. Ja, und dann nicht allzu viel immer das Gleiche zu machen. Und naja, ich will noch nicht zu viel verraten. Wir werden es morgen dann sehen, ne? Und in den nächsten Wochen, was draus wird. Und ja, da bin ich mal gespannt. So. Ja, da haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Eisen, das ist gut. Da kann ich nämlich endlich mal hier weiterbauen und die ganzen anderen Erze auch abbauen, ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und, ja, ich mache dann hier nochmal so ein Thumbnail vielleicht, ne? Keine Ahnung. Ich würde sagen, sowas hier. Moment. So vielleicht, ja.
Das passt schon. Oder warte mal, ich mach mal den Block noch weg, damit man noch mehr sieht von da unten. So, ja, komm, geht schon. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es das auch gewesen von der Folge so langsam. Ich wollte mir mal angewöhnen, nicht mehr alle Videos so 10 Minuten 50 zu machen, sondern ein bisschen kürzer. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ihr könnt auch mal eure Meinung zur Minecraft Attack Staffel da lassen. Ich fand sie aber eigentlich ganz cool, so vom Content her. Und was wir so draus gemacht haben, das war schon nicht schlecht, ne? Ja, jetzt aber bis dann und ja, tschüss.